Mikrofon hört man doch nicht, oder was? Jetzt bei einer Stimme, the artist formerly known as Lady Bitray, Dr. Bitray. Du verfolgst ja den Wahlkampf relativ deutlich, sieht man auch, wenn man dir auf Facebook zuschaut, beim Kommentieren zuhört. Was ist so das Thema, das dich im Wahlkampf und mit Blick auf die Parteien im Moment am meisten nervt? Also ich finde, so migrationspolitische Fragen kommen einfach zu kurz, oder Emanzipation der muslimischen Frauen oder generell die Emanzipation der Frau, ja, fehlt mir so ein bisschen durchgehend in allen Parteien. Gibt es irgendwas aus der aktuellen Diskussion, das sich richtig genervt hat? Es gab ja diese Debatte um die Frauenquote. Dass es noch Leute gibt, die überhaupt bezweifeln, dass es eine Frauenquote geben soll, finde ich eigentlich, kann ich nicht verstehen, weil zum Beispiel in der Wissenschaft oder in diversen Berufszweigen ist es ja klar, dass Frauenquoten eingeführt werden müssen, weil nicht jeder ist wie Lady Bitray und macht einen Doktor. Ich würde auch nicht sagen, dass sie eine Frauenquote brauchen, sondern eine Fotzenquote. Also für starke Frauen, die sich wirklich durchsetzen wollen. Jetzt reden wir. In diesem Wahlkampf tritt ja ein Mann gegen eine Frau an. Wer ist die Frau? Merkel? Das ist auch ein Mann. Wieso ist das für dich ein Mann? Ja, weil sie schon den männlichen Habitus, die männlichen Regierungsstrukturen und die männliche Ausländerpolitik eigentlich so, wie es ist, übernommen hat. Und eigentlich auch schon aussieht wie ein Mann. Meinst du, man könnte als Frau in der Politik erfolgreich sein, wenn man sich weniger männlich geben würde? Ich werde einführen, dass man als Frau, wenn man auch weiblich ist, wenn man auch wirklich eine coole Bitch ist, Erfolg haben kann. Egal in was für ein Bereich. Von welchen Entscheidungen macht Lady Bitray ihre Wahlentscheidung abhängig? Ich würde sagen, ja, so überhaupt die Gesamtpolitik. Zum Beispiel die CDU kann man nicht wählen, ne? Also CDU ist die Türkei-Politik und die Art, wie Merkel regiert, die Drohnenkriege, Afghanistan, das darf man nicht wählen. SPD, Thilo Sarrazin ist auch ein Grund, nicht zu wählen, aber eher als die CDU. Die Linke würde ich aus ideologischen Gründen wählen, aber nicht, wenn da so ein Patriarch namens Lafontaine sitzt und die jüngere Alte bumst. Es ist eigentlich die Zeit, in eine Partei zu gehen und von innen zu verändern oder eine eigene Partei zu gründen. Wenn du dir anschaust, was an feministischer Politik bei den Parteien passiert. Was passiert denn da? Ja, was passiert denn da? Gar nichts. Bei niemandem? Nee. Also nichts Redenswertes. Wem? Wir haben eine Vorzeigefeministin, Frau Schwarzer, dass sie Sachen pauschalisiert und keine Ahnung hat, weiß jeder. So, und Feminismus in Deutschland? In der Parteipolitik? Bullshit. Über die Frauenquote diskutieren ist kein Feminismus. Lady Bitray wird Kanzlerin. Was sind die ersten drei Sachen, die Dr. Lady Bitray in Deutschland ändert? Die Hartz-IV-Politik würde ich ändern. Dann würde ich Migrationspolitik ganz viel verändern und wirklich die ersten Schritte einleiten für die Emanzipation von muslimisch sozialisierten Frauen. Das war Lady Bitray, Dr. Lady Bitray bei Eine Stimme. Danke fürs Kommen. Pussy Deluxe. Galore. Also nochmal kurz. Oh!